Hallo Leute, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von Guild Wars 2 auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen neuen Begleiter am Start. Ich war gerade dabei, zu der Pirateninsel zu gehen. Ihr wisst ja, in der letzten Folge ging es um den Orden der Gerüchte und ich wurde jetzt auf einer Art Piratenbucht gelotst. Da bin ich gerade auf dem Weg gewesen und dann kam mir ein kleines Schweinchen entgegen. Und das hatte ich noch nie, ey. Ich habe ein Schwein als Pet, also als Kampfpet, als Begleiter, als Gefährte. Und er brauchte natürlich auch einen Namen und ich habe ihn Piggledy getauft. Und wer von euch kennt Piggledy und Frederik? Hand heben. Ich musste sofort an Piggledy und Frederik denken und deswegen heißt das Schweinchen, was mit dem Kopf im Stein hängt, komm mal her, Piggledy. Piggledy rennt weg. Hier vorne seht ihr auch schon die Piratenbucht. Ich finde, das sieht total schön aus. Ah, aber es sieht sowieso mal alles in diesem Spiel schön aus, was soll ich sagen. Aber das sieht so richtig piratenmäßig aus. Da bin ich schon richtig froh, heute mit euch hinzugehen. Wie kann ich noch... Ach so, so kann ich das Interface ausblenden. Ihr redet die ganze Zeit, das irritiert mich. Ich bin schon wieder total raus. So. Ich muss euch vor den Piraten hier warnen. Wileys Buccaniere rauben euch aus. Janes Jackdaws entführen euch für Lösegeld. Aber Slates Halsabschneider fackeln nicht lange. Die bringen euch einfach um. Vergesst eure Waffe nicht. Dort draußen geht es ziemlich rau zu. Und wir suchen hier immer noch nach der Tochter. Genau, Demi, die Tochter des Legatministers, suchen wir ja noch. Das ist schon wieder eine Woche her. Oh, meine Güte. Aber ich muss sagen, die Guild Wars Community auf meinem Channel ist auch so ein kleiner, feiner Kern. Und das Projekt ist jetzt nicht das beliebteste, das ist mir klar, es ist halt nicht jedermanns Sache und ich habe da vollstes Verständnis für. Ich meine, nicht jeder erträgt es, so ein Noob wie mich beim Spielen zuzusehen. Ach, das Wasser sieht halt schön aus. Oh mein Gott. Ich bin letztens mit Jesse übrigens in Black Desert übers Wasser gefahren mit meinem Schiff. Ich verlinke dir die Folge mal auf dem i und das war auch schön und daran muss ich mich gerade erinnern. Sind die... Oh. Wow. Was schießt auf mich? Okay. Ich würde sagen, wir greifen uns erstmal die Jackdaw-Piraten. So. Und ich hoffe, ich bin stark genug, um die hier wegzu... Oh, wow, 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 wow. Wegzuballern. Wegzuballern. Heilen, 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 heilen. Schweinchen. Ich weiß nicht, was mein Schweinchen kann. Was kann mein Schweinchen da? Such den Bereich nach der Behelfs... Nein, ich brauche keine Waffe. Okay, Schweinchen. Schweinchen kann wühlen. Aber das ist nicht notwendig. Ich kann hier ein Ei aufheben. Ist das die Waffe, die du mir rausgesucht hast, really? Oh, das Geschütz sollte ich vielleicht hier mal wegmachen. Na gut. So, das scheint geschossen zu haben. Konnte ich auch irgendwas ansprechen? Hier ist ein hellenhaftes Elixier. Und wer bist du? Da hat jemand Angst? Okay, ich weiß nicht, ich mache irgendwas bei ihm. Habe ich ihn befreit? Okay, ich habe ihn befreit. Ihr habt Beute für euch selbst beiseite geschafft. Übergebt sie dem Captain, sonst verliert ihr eine Hand. Oh, was? Leute, ich habe den gerade... Guck mal, die rennen gerade alle dem Typen hinterher. Den habe ich doch gerade eben erst befreit. Oh, das kann ich doch jetzt nicht machen. So, komm, ich bombe euch jetzt erstmal alle weg. Oh, der eine humpelt hier. Geh weg. Aber mein Schweinchen macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe meine Heilung nicht mehr auf den Beinen, wo ich es gewohnt bin, dass ich es habe. Ach, das ist ein Silbergegner. Ja, vielleicht zünd ich mal eben kurz einen großen CD. So, dann mache ich den kleinen, weil mein Schweinchen sieht ein bisschen abgekämpft aus gerade. Ja. Wir heilen wie auf sie. So, ich schmeiß jetzt mal tatsächlich alles, was ich habe. Oh nein, mein Schwein überlebt das vielleicht nicht. Das wäre dumm. Meine Tiergefährten hat's erwischt. Nein. Nein, nein, nein. Okay, nächstes. Nächstes, nächstes, nächstes. Da muss Tiefi raus. Ah, den haben wir hinbekommen. Na, wen haben wir denn da? Tybalt sitzt hier und chillt.
Halt, die Piratenkluft ist großartig. Wollt ihr, dass ich nochmal unsere Pläne erläutere? Entweder liebt ihr es oder ihr werdet mich Kiel holen. Vermutlich beides. Okay, ich habe eigentlich verstanden, worum es geht. Bereit, wenn ihr es seid. Juhu, ich meine, jawohl. Okay, wir müssen die Jacktown-Piraten beschäftigen. Mal schauen, ob wir irgendwie wissen, wie wir das anstellen. Hallo Leute, ich bin ein stinknormaler Pirat. Mit dem da oben sollen wir reden. Zweiter Mart Kebril. Ja, ihr Galgenstricke. Ich wette, meine Begleitung säuft euch Stinker unter den Tisch. Wer traut sich und seiner Leber zu, die Herausforderung anzunehmen? Ein Wettsaufen? Was soll das denn werden? Lasst mich machen. Vertraut mir. Wer seid ihr, Halunken? Und was ist euer Wetteinsatz? Ich bin zwei Schluck Zwetschgenwasser. Und das da ist Schnapsi-Schnappmesser. Schnapsi? Genau. Wirklich? Und unser Einsatz sind zwei Handvoll Gold. Seid ihr dabei? Ei, bin dabei. Jack Dawes, Bäuche an den Tresen. Füllt die Humpen und packt das Gold aus. Ja, klar. Saufen. Ich erinnere mich nur an die eine Saufgeschichte von meinem Charakter, wo sie sich nicht mal mehr an den letzten Abend erinnern kann. Das wird ein Spaß, aber okay. Hallo. Blackjack, was? Das gefällt mir. Testen wir mal eure Fähigkeiten. Sind die Regeln in diesen Gewässern immer noch die gleichen? Da bin ich jetzt gespannt. Die Regeln lauten: Ihr trinkt zuerst und dann euer Gegner. Wasser wird euch nüchtern machen, aber wenn ihr welches trinkt, bekommt euer Gegner auch welches. Dann bin ich bereit. Komm her, ihr Bilschratten! Es gibt ein Wettsaufen! Ein nüchterner Neuling gegen unseren Fusel-Favoriten Kuddel die Kampfkehle. Ich hasse euch. Ein hochprozentiger Kampf auf Leber und Nieren. Und hebt die Tassen! Euch lauf ich unter den Tisch, Dumpfbacke. Okay, trinken. Nehmt einen guten Schluck Bier. Führt eine Finte gegen euren Gegner aus, ein nächster Getränk verringert nicht die Lebenspunkte. Trinkt ein Glas Wasser, um den Schwung wiederherzustellen. Prahlt mit euren Trinkfestigkeiten, um die Menge anzulocken. Das dient nur reiner Selbstdarstellung. Na gut, erstmal trinken wir, oder? So. Und wir auf ein neues. Ja. Und kein Absacker. Okay. Ich hätte gerade rülpsen können. Ich rülps mal. Nicht fair. Alles dreht sich. Oh, das ging jetzt einfach. Das war's schon. Hat ihn mit Wasser bespritzt. Hey, die Kampfkehle hat sich wohl verschluckt. Na, wen wundert's? Unser zweiter Trinker. Klein, aber gemein. Hier kommt Kuno, der Kipper. In diesem Kampf bin ich der Titan. Ihr seid die Titanic. Runde 2. Prost. Schlau, stark und schurkisch. Schön sauf ich euch auch noch, und wenn's die ganze Nacht dauert. Was hat denn der für... Ich rüpse ihn einfach mal an. So, jetzt langsam, jubel ich. Langsam, was glaubt ihr, was das hier ist? Ein Wettsaufen? Natürlich ist das ein Wettsaufen. Ich trinke mal Wasser. So, mal eben vortäuschen. Ah, rübsen kann ich noch nicht. Jetzt kann ich rülpsen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen prahlen, wie toll ich bin. Oh mein Gott, ich finde das gerade echt witzig. Also er nimmt gut Schaden. Ich trinke mal Wasser. Okay, mein Leben ist gerade ein bisschen blöde. Was für ein Glück. Ich trinke mal Wasser. Glück, ja. Er trinkt auch Wasser, das ist okay. Okay, jetzt zum Beispiel. Der Kopf wird schwer, die Ohren leicht. Der Boden da ist so schön. Der Kipper ist umgekippt. Das war noch nicht alles. Begrüßt unsere krummbeinige Krake, Grana Gleichvoll. Genug gelabert, los auf Ex. Jetzt geht's um den Sieg. Alles klar. Keine Ausflüchte, keine Gefangenen. Sauft, bis ihr umfallt! Augen auf den Hoden und Kopf in den Nacken, Dummkopf! Ich finde das so geil. Okay, ich sollte vielleicht auch schauen, was ich mache, hä?
Wir rübsen sie mal an. Nicht schlecht. Ich laufe mich allerdings gerade erst warm. Glaubt ihr, da könnt ihr mithalten? Na, ich hoff's. Ich hab ja Zeit, bis ich trinken muss, oder? Ich kann noch ein bisschen herumprallen. So. Bier. Ja. Das ist auf alle Fälle. Leiden sollt ihr! Oh! Die hat jetzt mich angeditscht. Ist doch nicht ihr Ernst. Mensch, das geht ja richtig taktisch hier ab. Okay, ich konnte leider nicht rülpsen. Aber durch das Trinken verliert sie ja auch regelmäßig Schaden. Jetzt ist sie schon bei 38%. Ich prahle noch mal ein bisschen. Und dann, ich überlege, ob ich noch einmal gleich Wasser schluck. Mist, das hat noch Cooldown. Kann ich noch mal eben schnell... Schaffe ich... Nee, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Dann muss ich jetzt noch mal Wasser trinken. Dann trinkt sie auch noch mal Wasser. So, dann rülpse ich sie mal eben an. Dann täusche ich vor. Ein Zahn des Titanen! Das kann doch keine normale Leber sein, was ihr da im Leib habt. Ja. Naja, ich bin schon gut, oder? Ich mach das doch gar nicht mal so schlecht. Die trinke ich auch noch unterm Tisch, die Schar. Das hat nicht geklappt. Ich heile mich noch ein letztes Mal. Sie sich auch. Aber dafür mache ich sie jetzt fertig. So. Na los, trink deine Prozente runter. 8%. Und 5. Und der letzte Schluck müsste sie jetzt eigentlich umhauen. Ihr müsst ein Schwammwesen sein. Oh, großer Schwamm. Lehrt mich. Unfassbar! Unser Neuling Schnapsi ist immer noch auf den Beinen. Ein neuer Stern am blauen Firmament des Fusels. Überraschung, hä, Kebril? Ich meine, ja, beim Klabauter. Was ist jetzt mit der Wette? Na schön, ich gehe und hol euer Gold, ihr quiekende Landratte. Also hört mal her. Während ihr am Schlucken wart, habe ich Demi gefunden. Sie ist drüben, jenseits des Wassers und wird schwer bewacht. Ihr hattet also doch einen Plan, außer dass ich mich volllaufen lasse. Aber klar hatte ich einen. Was habe ich euch gesagt? Vertraut mir. Ich bin sturzbesoffen und ich klinge ganz furchtbar. Aber immerhin hat das gut funktioniert. Jetzt rennen wir ihm hinterher. Wenigstens kann ich noch geradeaus laufen und immerhin ist Piggledy bei mir. Und wo ist Demi genau? Was dagegen, wenn ich den Krebs mal umhaue? Einfach so, weil es Spaß macht? Nein? Die Musik passt auch. Na komm, die alten Beine müssen die schon noch ein paar Meter tragen. Wir müssen langsam mal los. Gehen wir ganz mal übers Wasser schwimmen hier. Ja, also ich habe schon mal komfortable Wege benutzt. Oder zumindest ein Boot wäre schön gewesen. Hier hoch, oder? Und da haben wir eine Wache vor der Tür. Hallo? Ja, und ahoi, ihr Klabauter. Lasst uns mit Piraten gefälligst mal durch hier. Klar machen zum Entern, ihr Landratten. Was sagtet ihr gleich, wer ihr seid? Ich bin 2 Schluck Zwetschgenwasser und das ist Schnapsi Schnappmesser. Ja, ich lasse euch Kiel holen, bis das Wildschwein quiekt. Das Kielschwein pfeift. Das Dings. Lass Piggledy da raus. Ich lach später. Leute, Ratten an Bord. Schnapsi. Oh, wie? Das hat er jetzt allein anhand seiner Sprache herausgefunden? Unwahrscheinlich. Tja, jetzt musste er sterben. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Aua, 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 aua. Okay. Wird das... Machst du die Tür auf? Okay.
Seid ihr nicht zu nüchtern für Piraten? Hört mal, wir sind vom Orden der Gerüchte. Wir kommen, um euch hier rauszuholen. Wir sind hier, um mit euch durchzubrennen. Und mit dem Bier. Das Bier ist schon weg, also seid jetzt ihr dran. Der Göttin Lissa sei Dank. Ich dachte schon, der Orden hat mich vergessen. Habt ihr einen Plan, wie ich hier lebend rauskomme? In etwa. Fängt an mit lauft um euer Leben und dann geht's mehr oder weniger bergab. Also los! Wow, ist das mein Ernst? Oh, schade, ich hätte das Outfit gern behalten. Ja, Leute, dann, wir nehmen die normalen Treppen, schätze ich mal. Jetzt werden sich bestimmt einige in unseren Weg stellen. Fangen wir mal mit dem Geschütz hier vorne an. Wir heilen los, Piggy! Los, Piggy, hau richtig raus. Ist sie auch bei uns in der Nähe? Oh, da kommen sie schon. Eine wirft auch schön Bomben. Ich werde Demi zurück zur Basis in Löwenstein eskortieren. Trefft uns dort. Alles klar. Dann haben wir tatsächlich diesen Bereich auch schon beendet. Ich finde das so cool. Also ich finde, wie Guild Wars die Stories erzählt, echt vorbildlich. Ganz toll. Und dieses, also Kampfsaufen wollte ich sowieso schon immer mal machen. Schaut euch mal die coole Schenke an. Ich bin tatsächlich gerade hier an dem Treffpunkt angelangt. Und hier ist so eine richtige Bar. Und der sieht aus wie so einer dieser steinernen Zwerge, die wir schon kennengelernt haben. Und der hat einen Nervenzusammenbruch hier vorne. Können wir den mal fragen, was er hat? Och nein, das ist ein Flüchtling. Die aktuelle Situation betrifft auch Guild Wars, ja? Nur mal so zu eurer Information. Wenn ihr hier was kaputt macht, dann macht Hauptmann Schmetter euch kaputt. Wisst ihr, wo ich ein paar Äpfel kaufen kann? Ach, unser Codewort, ihr versteht. Also, für ein Char hat dieser Typ halt wirklich was übrig für Obst, nicht? Wie auch immer, geht hinein, ihr werdet unten erwartet. Oh, ist das ein schöner Ladescreen. Das ist ja eine total interessante Bauart. Hier ist so eine Brücke und auf der Brücke drauf, das scheinen fast schon Gebäude und Häuser zu sein. Und auf der Brücke sind auch Schiffe drauf, wo auch immer die Logik hier ist. Aber sehr interessante Idee, überhaupt sowas aufzubauen. Oh, unter der Schenke gibt es anscheinend ein Versteck. Finde ich mega cool. Hier geht es dann wieder raus. Die müssen wir runter. Oh, die Beleuchtung und alles. Super schön. Hallo. Tybalt. Oh, jetzt bin ich aber froh. Ich dachte schon, euch wäre etwas Schreckliches zugestoßen. Eure erste Mission und ihr verschwindet von der Bildfläche. Moment, erste Was, Mission? Ein Anfänger? Ich dachte, ich sei neu hier. Naja, ich habe vielleicht etwas übertrieben. Beim Orden bin ich schon seit Jahren, aber das war mein erster Einsatz im Feld. Ich bin Fürstin Vi. Ich bin Agentin des Ordens im Kreitanischen Ministerium. Dieser wildaussehende Herr hier ist Ben Zehnstreich, mein Beschützer. Ich sollte Demi sicher aus Götterfels bringen, aber die Ministerialwache hat mich erwischt. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt, Ben. Caudecus ist ein mächtiger Mann in Kryta und gar nicht sehr erbaut, dass seine Tochter davongelaufen ist. Wie hat Lenten mich gefunden? Die Ministerialwache kann mich unmöglich aufgespürt haben, so weit weg von Götterfels. Vermutlich hat euer Vater sich einen Verfolgungszauber besorgt. Gibt es etwas, das ihr niemals ablegt? Etwas, von dem er weiß, dass ihr es stets bei euch habt? Die Halskette meiner Mutter! Er verwendet sie, um mich zu verfolgen? Mein Vater ist eine kaltherzige Schlange. Diese Basis blockt solche Zauber ab, aber sobald ihr sie verlasst, wird man euch finden. In Löwenstein seid ihr nicht mehr sicher. Tybalt, Eingeweihte, bringt Demi sofort zur Heiligen Halle der Geheimnisse. Dort ist sie sicher. Die Heimtücke eures Vaters könnte uns nützen, Demi. Wenn Kommandeur Lenden dem Zauber folgt, können wir ihn damit in die Irre führen. Sehr schlau. Besprechen wir also die Einzelheiten, damit wir Demi sicher und wohlbehalten hier wegbringen können. Lasst euch Zeit. Sprecht mit Tybalt und sagt mir, wie ihr entschieden habt. Arme Demi. Ihr Vater hat grässliche Dinge getan. Stimmt. Aber auch wenn das herzlos klingt,
Genau deshalb ist ihr Wissen so wertvoll für uns. Okay, wir sollen mit Demi sprechen. Vielleicht kann sie uns ja auch so ein bisschen erzählen, was sie am liebsten machen würde, ich meine. Ich hätte Demi beschützen sollen. Sehr nobel, Zehnstreich. Aber Cordecus ist gefährlich. Kein Wunder, dass er euch übertölpelt hat. Der Mistkerl hat schon so vielen Leuten geschadet. Warum tut er das nur? Er will den Thron von Kryta. Darum muss Demi in Sicherheit sein, bevor er erfährt, was sie weiß. Interessante Infos. Danke, dass ihr mich von diesen Piraten gerettet habt. Das sind fürchterliche Schlägertypen. Ich denke, ich wurde bisher sehr behütet. Hätten die Piraten mich angerührt, hätten sie den Morgen nicht erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genommen hatten, also wie unsere so drauf ist. Ich glaube, unsere war tatsächlich eher ein bisschen schlagfertiger. Der Orden der Gerüchte hat eine sichere Unterkunft für euch arrangiert. Wir bringen euch auf direkten Wege dorthin. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich vom Orden zu erwarten hatte, aber jetzt bin ich froh, dass ich ihn kontaktiert habe. Euch hat wahrscheinlich der Himmel geschickt. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch etwas anderes frage? Ich verdanke euch mein Leben, fragt mich, was ihr wollt. Was werdet ihr dem Orden erzählen? Es muss da wichtig sein, das wird mich echt mega interessieren. Nehmt es nicht persönlich, aber ich sage nichts, bevor ich nicht in Sicherheit bin. Solange ich etwas weiß, das ihr nicht wisst, bin ich deutlich sicherer. Ja, schade, dass sie so denken muss. Mein Vater hat mich aufgezogen. Selbst wenn ich ihn nicht mag, habe ich doch vom klügsten politischen Kopf in Kryta gelernt. Macht Sinn, macht Sinn. Warum gebt ihr Informationen über euren Vater preis? Ich verrate Kryta doch nicht. Er ist es, der das tut. Oh, was, das würdet ihr nicht verstehen. Bringt mich in Sicherheit, dann sage ich dem Orden alles. Okay, das mit der Kette tut mir natürlich leid, aber naja. Der versucht halt alle Mittel, weil wahrscheinlich der Vater weiß, dass Demi einiges in der Hand hat. Diese Piraten waren interessant, aber die Ministerialwache hereinzulegen klingt auch nach Spaß. Also, wie lautet der Plan? Entweder belegt Fürstin V die Kette mit einem Zauber und wir versuchen, Demi herauszuschmuggeln, oder Ben Zehnstreich bewacht die echte Demi, während wir eine falsche als Lockvogel durch die Stadt eskortieren. Ich bin für Zweites, ich bin für die falsche Demi. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn da tatsächlich ein Verfolgungszauber drauf ist auf der guten Demi, dann könnte eigentlich jemand von uns diese Kette tragen und sie auf eine falsche Fährte führen. Ich bin für den Lockvogel. Ich habe keine Ahnung, wo wir eine Ablenkung herkriegen, aber ich bin sicher, dass uns Fürstin V weiterhelfen wird. Wir wollen eine falsche Spur legen und die Ministerialwache in einen Hinterhalt locken. Wenn sie aus dem Weg sind, wird es leichter, Demi in Sicherheit zu bringen. Tybalt und ich legen einen Hinterhalt, während Ben Demi aus der Stadt bringt. Wenn wir mit Lenden fertig sind, treffen wir euch. Wenn ihr entschlossen seid, die Sache durchzuziehen, möchte ich euch mit einer perfekten List helfen. Ein bisschen Magie und Tybalt gibt eine prächtige Demi ab. Halt. Ein Char wie ich, aussehen wie sie? Ich hoffe, ihr habt ein paar tolle magische Asse im Ärmel. Keine Sorge, aus euch wird ein prima Lockvogel, Tybalt. Ihr riskiert euer Leben für meine Sicherheit. Das vergesse ich euch nicht. Danke. Ich danke euch allen. Tybalt wird verwandelt, oder freue ich mich schon derbe drauf. Gut, Items gibt es jetzt keine, die besser für mich wären, zumindest auf den ersten Blick nicht. Ich muss mich ja trotzdem für irgendwas entscheiden. Ich nehme jetzt einfach das mal die Armbrust. Und das Level Up bringt uns natürlich auch noch eine Belohnung. Oh, das ist auch dringend notwendig. Das ist echt dringend notwendig. Ich meine, das ist nur der Aqua Helm, aber das ist nicht schlecht. Kraft, Präzision. Ich nehme, glaube ich, sogar Kraft und Präzision. So. Sehr schön. Dann wieder mal ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Ich freue mich auf alle Fälle auf die nächste Folge
Und selbstverständlich auch auf den Tybalt, der sicherlich eine super Escort-Dame abgeben wird für mich. Und ob das alles so glatt läuft und hinhaut, wie wir uns das vorstellen, das erfährst du in der nächsten Folge Guild Wars 2. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir einen Daumen hoch geben würdest. Das motiviert mich und gerade bei Projekten, die eben ein wenig weniger geschaut werden, ist das nochmal ein Ansporn, die nächste Folge zu bringen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Mach's gut und tschaußen!